Jörg, du bist gerade von der Bulgarien-Reise mit dem U21-Nationalteam zurückgekehrt. Bevor wir auf diese beiden Spiele zu sprechen kommen, noch kurz eine Frage zur Einberufung in das A-Nationalteam. Hat es diesmal leider nicht gereicht. Warst du sehr enttäuscht über diese Entscheidung? Ja, gewisse Enttäuschung ist auf jeden Fall da, aber der Teamchef hat das so entschieden und ich hoffe halt, dass ich bei der nächsten Einberufung wieder eine Rolle spiele und dass ich halt vielleicht die Chance bekomme. Bei den beiden Spielen gegen Bulgarien warst du mit der U21 ja unterwegs. Im Heimspiel in Wiener Neustadt hast du das Tor der österreichischen Mannschaft gehütet. Dann auswärts in Bulgarien warst du auf der Bank. Einmal eine Niederlage, einmal ein Unentschieden erreicht mit deiner Mannschaft. Wie bist du zufrieden mit der Leistung? Ja, mit der Mannschaftsleistung war ich im Großen und Ganzen nicht so zufrieden, weil wir einfach viel zu viele individuelle Fehler gemacht haben und Fehler im Spielaufbau und dadurch viele Chancen zulassen haben. Und so haben wir eigentlich wenig Chancen auf einen Sieg gehabt und mit meiner Leistung kann ich eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden sein. Durch die Einberufung im Nationalteam warst du jetzt 10 Tage von deinen Mannschaftskollegen getrennt. Wie sehr freust du dich jetzt quasi deine blau-weiße Familie im Training wieder begrüßen zu können? Ja, man freut sich halt drauf, dass man wieder in seiner gewohnten Umgebung trainieren kann, was halt schon ein bisschen was anderes ist, als wenn man das erste Mal zum Nationalteam dazukommt, wo man halt die Spieler relativ wenig kennt und da ist man halt schon unter sich und das kann man sich schon freuen. Die Einberufung ins Nationalteam kommt ja nicht von ungefähr. Du hast ja heuer die Chance beim Schopf gepackt, beim SC Wiener Neustadt, die Position des Einser-Tormanns zu Saisonstart zu bekommen und hast dann jetzt in den vergangenen 14 Runden deine Leistungen bestätigt von Woche zu Woche und strahlst irrsinnige Ruhe im Tor aus. Wie bist du mit deiner persönlichen Entwicklung in diesen letzten Monaten zufrieden? Ja, ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden, weil ich halt konstant meine Leistungen gebracht habe und das passt eigentlich relativ gut und ich glaube, das meiste Potenzial habe ich noch im körperlichen Bereich. Da haben wir jetzt beim ÖFB ein paar Tests gehabt und da habe ich gesehen, dass halt wirklich noch körperlich viel zum Tun ist und das werden wir über den Winter in Angriff nehmen. Durch dein sensationelles Tor in der ersten Runde in Mattersburg sowie auch durch die Leistungen, die du einfach in den letzten Wochen auch gebracht hast, bist du bei den Fans des SC Wiener Neustadt ein bisschen schon zum Publikumsliebling avanciert. Wie geht es dir als junger Sportler eigentlich mit dieser doch verstärkten Öffentlichkeit jetzt durch die Bundesliga? Es bringt halt einen gewissen Motivationsschub, wenn man die Fans im Rücken hat und man sieht, dass die Leistungen anerkannt werden und dass die Fans froh sind, dass man am Spielfeld steht. Und solange wir daheim die Tür nicht einrennen, bin ich froh mit der Entwicklung und hoffe, dass es so weitergeht. Am Samstag kommt der amtierende Meistersturm Graz nach Wiener Neustadt. Wie stehen die Chancen? Ja, wie immer sind die Chancen 50-50. Jedes Match beginnt mit 0-0 und wenn wir einfach unsere taktischen Überlegungen am Platz bringen, werden wir sicher die eine oder andere Chance bekommen. Die müssen wir dann nützen und ich glaube, dass Punkte auf jeden Fall drinnen sind. Was sind deine Ziele für die nähere Zukunft? Ich hoffe, dass so viele Bundesligaspiele nacheinander wie möglich folgen noch und dass meine Entwicklung nicht stehen bleibt und ich werde mein Möglichstes dazu beitragen und hoffe, dass ich alles unter den Hut bringen kann und der Rest wird sich dann schon von alleine ergeben. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute für das bevorstehende Heimspiel gegen Sturm Graz und deine weitere Karriere. Vielen Dank für das Gespräch. Thank you.